Tja, weiter geht's. Nächste Programmvorschau, 30.07.2024. Ja klar, Psalm 120, Teil 12 der Offenbarung. Das geht noch so ein bisschen weiter, ihr Lieben. Und das kam mir jetzt auch vor ein, zwei Tagen in den Kopf, weil ja jeden Tag, und nicht erst seit gestern, alles komplett gegen die Schöpfung, gegen den Schöpfer gefahren wird, gegen das Normale. Sagen wir mal so, alles komplett satanistisch behaftet. Und ja, auch da sollte es jetzt keine selbsterfüllende Prophezeiung sein oder Unkenrufe oder irgendwas dergleichen. Aber ich gehe davon aus, dass es jetzt auch nicht mehr so lange dauert, bis das Vaterunser verboten wird, aus dem Verkehr gezogen wird. Oder mehr oder weniger umgeschrieben werden muss. Könnt ihr dann gerne wieder schauen bei VK, BitChute, Odyssee und Rumble. Dreimal wird es ja angetrailert bei YouTube. Ja, und wer Zeit und Lust hat, dann sehen wir uns ja und hören uns ja auch gleich wieder. Tschüss! Ja, ihr Lieben, und worüber ich mich natürlich auch wahnsinnig freuen würde, wäre, wenn, ja, jemand gerne interviewt werden möchte, wenn jemand gerne in meine Sendung kommen möchte, wenn jemand Fragen an mich hat, wenn jemand auch Probleme hat, die er glaubt, nicht lösen zu können, oder auch Tipps und Tricks, wie er das dann gelöst hat, ist ja für uns alle auch dann ein dankbarer Weg, wenn wir da was von aufnehmen können, davon profitieren können. Ja, Huddel auch mit den Ämtern und, und. Also herzlich eingeladen, da bei mir aufzutrommeln. Entweder können wir das dann machen über Skype oder über Telefon, je nachdem. Wäre eine Möglichkeit. Also hier nochmal mein Angebot an euch. Wäre bärenstark, wenn sich da der eine oder andere melden würde. Herzliche Einladung gebe ich jetzt hier einfach nur mal raus. Ja, über eine Kaffeespende freue ich mich natürlich auch wahnsinnig, wenn da jemand ein bisschen was übrig hat. Aber ist kein Muss, ist alles freiwillig. Und wie ihr wollt, wie ihr denkt, macht, was ihr für richtig haltet. Aber ich finde halt immer Sendungen, wo ich einen Gast drin habe, weit, weit toller, weit effektiver, als nur jetzt so das Tagesgeschehen zu beleuchten. Findet ihr alles auf der Homepage bei mir und die blende ich jetzt vielleicht auch noch mal ein. Genau, das wäre sinnig und da findet ihr die Kontaktdaten und dann vielleicht ergibt sich was. Ich habe das Gefühl, ich falle den Leuten auf den Wecker, ich mache sie nervös und können Sie mir vielleicht verraten, warum?